بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um al-Ikhlas fi al-Qawli wal-Amal. Wa an yataqabbala minna salih al-A'mal. Wa as'aluhu al-Tawfiq wal-Sadad. Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie ich inshallah angekündigt habe, wollte ich gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Über das Thema schlechte Charaktereigenschaften. Und wie gewöhnt man sich schlechte Charaktereigenschaften ab? Und was hat das mit den Zeichen der Stunde zu tun? Wir haben natürlich, wie wir wissen, viele, sehr viele Zeichen, dass Yawm al-Qiyamah bald ist, dass der Tag der Auferstehung nicht mehr weit ist. Und es gibt sogar, ehrlich gesagt, nichts, wo sich die Muslime und Christen und Juden so sehr einig sind, wie diese Sache. Es gibt keine Sache, wo man so eine Einigkeit hat, als diese Sache, und zwar, dass Yawm al-Qiyamah sehr, sehr nah ist. Und von den Zeichen der Stunde, wissen wir, gehört was? Dazu gehören sehr, sehr viele Sachen. Aber von den Zeichen der Stunde, an yadhhab al-ilm, das Wissen weggehen wird. Das Wissen über La ilaha illallah, was La ilaha illallah bedeutet, Quran, Tafsir, Hadith, dass das weggehen wird. Wa yuthbutu al-jahl. Und was wird sich etablieren? Was wird quasi alles übernehmen? Unwissenheit. Und wir sehen ja heute schon, natürlich, alhamdulillah, wir haben jetzt noch Sahih Bukhari und Sahih Muslim und wir haben dieses und jenes und wir haben ja Vorträge und Unterrichte etc. Aber wenn man jetzt sieht, wir haben 1,5 Milliarden, fast 2 Milliarden Muslime vielleicht auf der Erde, aber an Gewicht gar nichts. Ja, sei es militärische Macht, sei es eine andere Macht, sei es irgendwas, sei es Technik, egal was, wir sind mehr oder weniger die Letzten hinten. Und wenn wir auf, und das sind ja Dunya-Sachen, aber wenn wir, wenn wir auch über Religion reden, okay, diese 1,5 Milliarden, wir haben ja keinen, der Prophet Muhammad hat ja gesagt, es wird eine Zeit kommen, ja, es wird eine Zeit kommen, ihr werdet auseinandergenommen. Ja, so wie Hungrige, hat das Beispiel gegeben, so wie Hungrige Hunde, wenn sie oder Tiere, die auf eine Schüssel Essen ja, losgelassen werden. Die nehmen die auseinander. Was haben die Sahaba gesagt? أَوْ مِنْ قِلَّةٍ يَوْمَ إِذِنْ نَحْنُ يَا رَسُولُ اللَّهِ. Ist das wegen unserer Anzahl? Werden wir an diesem Tag so wenig in der Anzahl sein? Nein. بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَ إِذِنْ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاكَ غُثَى السَّيْءِ. Nein, im Gegenteil. Ihr werdet an dem Tag, ihr werdet sehr, sehr viele sein. Aber ihr werdet nur so wie das. Dieser Schaum. Wie Schaum auf dem Meer sein, auf dem Wasser sein. Das heißt, kein Gewicht, gar nichts. Ja. Und wir sind das jetzt. In der Anzahl sind wir so viele. Schaut mal nur, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, Beitul Maqdis. Wir haben eine Moschee, eine der drei allergrößten Moscheen und wichtigsten Moscheen im Islam. Ja. Und die ist besetzt und die Leute werden dort auseinandergenommen und diese Erde ist eine besondere Erde für die Muslime, eine heilige Erde. Ja, wie sie Allah auch nennt im Koran. Und drumherum sind nur Muslime. Millionen von Muslimen, hunderte Millionen von Muslimen. Und das sind nur ein paar, 2-3 Millionen Nicht-Muslime, die das alles kontrollieren und die machen, was sie wollen dort. Und die entscheiden, wer reingeht, wer nicht reingeht, ab welchem Alter du reingehst, ob die zugemacht wird und so weiter und so fort. Ja, obwohl wir viele sind. Ja, aber vom Gewicht her. Und deswegen, Barakallahu Fikum, wenn wir dann sehen auch die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam heute, so sehen wir, dass was sehr, sehr viel Jahl ist. Jetzt schon.
Ja, wir haben Sahih al-Bukhari, wir haben Sahih Muslim, wir haben Tafsir von Tabari und von Ibn Kathir und Sa'di und. Wir haben alles vor unseren Augen. Ja? Wir haben Unterrichte und Universitäten hier und Schulen dort und Madaris und ja, Ma'ahid etc. Aber wenn du dann guckst auf die Muslime, was sie machen, wie die Allah Azzawajal anbeten, nur mit Hokuspokus erfundenen Sachen, Bid'a, Sekten, alle in, entweder in Sufismus oder in Dalal. Die einen sind Schia, die anderen sind das, die anderen sind Khawarij, die anderen sind Murji'a, die anderen sind dies und die anderen sind das. Und wenn du eigentlich dann selektierst, oder die sind gar nichts, die sind einfach so Muslim, gar keine Ahnung. Ja, in jeder Familie gibt es einen, zwei, drei, zehn, die gar nicht beten, die anderen geben keinen Zakat, die anderen wissen nicht, Gebet zu unterscheiden, Fard von Nafila, Sunna von, ja, gar nichts, keine Ahnung von gar nichts. Ja, und das ist eine Sache, die weit verbreitet ist. Und ich habe schon mal eine Sendung gesehen, Subhanallah, da haben die, ich weiß gar nicht, in welchem Land das war, aber auf jeden Fall irgendwo in Nordafrika, vielleicht Ägypten, Marokko, Algerien, Allahu a'lam, wo das war. Die haben einfach Leute auf der Straße gefragt, die einfachsten Fragen, die normalerweise ein kleines Kind wissen muss. Ja? Nenn mir einen Namen, nenn mir zweimal Namen von Propheten. Der sagt, was weiß ich, der eine sagt Abu Bakr und Aisha, der andere sagt dies, der andere sagt das. Irgendein Quatsch. Ja? Fünf Säulen des Islam. Einfach keine Ahnung. Fünf Säulen des Islam. Ist das dein Ernst? Das weiß ein Muslim nicht. Wallahi, in einem islamischen Land, ja, wo 99% oder ja, die ganze komplette Bevölkerung sind Muslime, der weiß die fünf Säulen des Gebets nicht und nicht nur einer oder zwei oder drei. Subhanallah. Aber das ist das, was momentan halt ist. Ja? Wir wissen vieles, aber wir wissen fast gar nichts von der Religion. Und ganz ehrlich, jetzt gerade, Wallahu a'lam, aber jetzt gerade, ich sehe das so, Allah an was ihr darüber denkt oder andere Leute darüber denken, aber ich sehe das gerade, dass wir jetzt gerade eine Zeit durchmachen, ja, diese Millennium-Zeit, ja, diese Millennium-Kinder auch jetzt und wir selber, ja, dadurch, dass diese Social Media sich in den letzten 20 Jahren so etabliert hat, ich sehe da eine sehr große Veränderung, sehr schnelle Veränderung in den Menschen, ja, dass wir gar nicht mehr so, ja, wir sind so beschäftigt, so sehr mit diesen Geräten, mit diesen Social Media, mit dem Informationsfluss, der uns über, ja, Subhanallah, dass man sowas von weg ist von diesem, sogar bei praktizierenden Menschen, ja, von dem Weg, dass man lernen will, dass man will, dass die Kinder lernen oder dass die Kinder überhaupt lernen, weil die Kinder heutzutage sind ja auch alle nur noch mit Handys, ja, und bekommen von dort aus. Früher habe ich immer gesagt, Fernseher ist Shaitan. Ja, ich hatte vielleicht 17 Jahre lang keinen Fernseher bei mir zu Hause. Habe ich gesagt, Shaitan hoch 10, ja, auf jeden Fall keinen Fernseher haben. Warum? Weil ich dachte, okay, Fernseher, das, von dort kommen diese ganzen Informationen. Von dort nimmst du dir deine, ja, deine Idole quasi, ja, deine bist du Fan von oder ja, von irgendeinem Muschrik, der eine ist Rapper, der andere ist Gangster, der andere ist, ja, ist ein Schauspieler, Tänzer, vielleicht sogar Sportler, Allahu a'lam. Ja, bestenfalls vielleicht Sportler, aber im Grunde genommen, du nimmst dir irgendeinen Käfer als Vorbild oder Kuffar als Vorbilder und du feierst sie und du liebst sie. Ja, als Jugendlicher, oft war das ja so, du liebst sie einfach, weil du findest sie cool. Das sind die richtig coolen, ja. Und das war, und das war's aber. Ja, das waren deine Vorbilder und du denkst dir so, inshallah wird man ja vielleicht irgendwann rechtgeleitet. Aber heute ist es ja nicht mal da, ja. Früher, wenn du schlechte Freunde zu haben, du musst ja rausgehen, ja, um schlechte Freunde zu haben. Und da haben die Eltern vielleicht ein bisschen Kontrolle. Da guckst du mit dem, nee, mit dem willst du nicht so Kontakt hast. Darfst du nicht. Mit dem darfst du und da bist du vorsichtig. Nein, aber der muss zu uns kommen. Heutzutage, deine Kinder sind bei dir zu Hause. Deine Kinder sind bei dir zu Hause, aber die haben Freunde, Bruder, Mushrikin, kaputte. Der eine ist schwul, der andere ist das, der andere ist, was weiß ich was. Du weißt gar nicht, wer seine Freunde sind. Du weißt gar nicht, mit wem er kommuniziert. Du weißt gar nicht, was er guckt. Du weißt gar nicht, was zu ihm kommt als Information. Und deswegen haben wir auch diese ganz großen Probleme heutzutage, dass auf einmal kommt einer und sagt, ja, ich weiß nicht, ob es da Allah gibt. Der wächst auf, bei seinen Eltern sind praktizierende Muslime, vielleicht sogar ausgewandert und so, die sagt, Allah, ich glaube nicht an Allah. Ja? Wir haben sowas gehört schon mal in den Moscheen. Und das ist eine Sache, die immer mehr wird und immer mehr wird. Warum? Weil diese Welt, die geöffnet wurde, dass du mit der ganzen Welt zusammenlebst, ja,
dass diese Freunde zu haben, auch der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Der Mensch ist auf der Religion seines Freundes, folgt der Religion seines Freundes. So soll jeder von euch schauen, wen er sich als Freund nimmt, weil du bist auf seine Religion. Seine Religion, weil du bist ja mit ihm, du findest ihn cool, das ist dein Freund, du magst ihn und so. Du wirst so mehr oder weniger, es kann ja nicht sein, dass du gehst zum Gebet, er geht in die Disco. Er ist besoffen und du bist mit Koran Dhikra machen. Geht ja nicht. Ja? Entweder ist er so ungefähr auf deinem Weg oder du bist auf seinem Weg. Ja, sonst ist man ja nicht zusammen und ist nicht so Freund. Und deswegen diese Sache halt. Ja, und das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr weit verbreitet ist. Und Allahu a'lam, wo das noch hingeht. Ja? Dieses auch nicht konzentriert sein, nicht lernen. Ja? Also vielleicht bei uns, vielleicht vor 20 Jahren, hat der eine oder andere noch gelernt. Ja? Auch jetzt, Allahu a'lam, in der Schule. Ja? Jetzt sind ja mehr oder weniger die Kinder fast dazu gezwungen, ja, Handys zu haben, Tablets zu haben, Laptops zu haben. Warum? Ja, die kriegen die Hausaufgaben zugeschickt. Die müssen alles am Computer machen. Das heißt, die zwingen, du wirst mehr oder weniger dazu fast gezwungen, ja, dass sie diese Geräte haben. Haben die diese Geräte? Was willst du machen als Vater, als Mutter? Ja? 24 Stunden hinterher sein und das blockieren und das nicht blockieren und so. Und die kennen sich sowieso besser aus als du. Ja? Weil die haben 1000 Freunde und die haben 1000 Wege und ja. Und meistens ist man schlauer als die Eltern, was diese technischen Sachen angeht, die sowieso neu sind und so. Man findet immer irgendwie irgendwo Wege. Und deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Ja? Das heißt, und man ist selber, heutzutage ist man selber beschäftigt. Früher gab es andere Väter, heute gibt es andere Väter. Ja? Und früher haben die vielleicht Fitner gehabt von Hunger und ja, in der Wüste, so weit verreisen etc. Heute hast du andere Fitner und andere Probleme. Aber heute ist es halt einfach so. Du kriegst so viele Briefe, du musst so viele Rechnungen bezahlen und wenn du nicht bezahlst, wirst du blockiert oder rausgeschmissen oder dies oder das oder Schufa oder Probleme. Das heißt, der Vater oder die Eltern, die müssen arbeiten, die müssen, ja, die sind busy. Du kannst gar nicht da nonstop, ja, denen hinterher sein und schauen, was die gucken, was die nicht gucken, was die machen, was die nicht machen. Und dann hat man sehr, sehr schnell vielleicht seine Kinder verloren in einen Weg, was man nicht vorhatte, was man nicht wollte, aber ist halt einfach so, weil man lebt in dieser kaputten Gesellschaft, in der wir leben und es ist Allahu a'lam, aber es wird immer schlimmer und schlimmer, ja. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Wissen verloren geht. Warum? Wissen, der Prophet Muhammad hat gesagt, das Wissen wird gehen, ja. Und das Wissen wird ja nicht gehen, indem die Bücher quasi weggezogen werden oder verbrannt werden. Nein, das Wissen geht. Wie geht das Wissen? Das Sterben der Gelehrten. Ja? Und jeder Gelehrte, der stirbt, der nimmt einen Teil von seinem Wissen mit ihm. Ja? Nicht jeder Gelehrte hat alles aufgeschrieben. Und nicht jeder Gelehrte hat alles seinen Schülern beigebracht. Ja? Und deswegen, jeder Gelehrte, der stirbt, der nimmt einen Teil von seinem Wissen mit. Und was wird sich etablieren? Unwissenheit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird so lange passieren, ja, bis der Tag kommen wird, wo die Menschen nicht wissen werden, was Allah bedeutet. La ilaha illallah, du hast keine Ahnung von La ilaha illallah. Du weißt gar nicht, was das heißt. Du weißt nur, das hat man mal gesagt. Ja, und das wird passieren. Das sind Sachen, die wir wissen. Ja, das ist authentisch, was authentisch zu uns gekommen ist, das Wissen wird gehen. Ja, und der Prophet Muhammad sagt im anderen Hadith, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, ich habe gerade die Kommentarfunktion ausgeschaltet und jetzt ist mir der Hadith. Wissen wird weg wie die Schlange in der Nacht vielleicht. Ich wollte nicht. Allah muss sein. Da hat man mich einmal kurz abgelenkt. Ja. Der Hadith ist weg. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Ja, und das ist eine Sache, die wir momentan sehen und die wir momentan leben. Ja, das Wissen geht. Und was wir etablieren? Unwissenheit. Die Leute leben mit Jahl. Die werden Allah Azza anbeten, ohne eine Ahnung zu haben von der Religion. Und der Prophet Muhammad Sassim sagte, ja, Talabul ilm faridatun ala kulli Muslim. Nach Wissen zu streben, ist Pflicht für jeden Muslim. Aber wir leben nicht.
Wir leben nicht danach. Wir sehen jetzt schon eine große Veränderung in den letzten zwei Jahrzehnten. Allahu a'lam, wie es sein wird in einigen Jahren. Ja? Und wenn wir jetzt zu dem Thema zurückgehen, worüber ich reden wollte auch, genau, der Prophet Muhammad sagte, dass es viele Fitan geben wird. Fitan unka qita' al-layl al-muzlim. Ja? Es wird so viele Fitna geben, so viele Versuchungen geben, Katastrophen geben, ja? Wie die abgetrennten Stücke einer Nacht, ja? Oder die dunklen Abschnitte einer Nacht. Yusbihu al-mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi-gharad min ad-dunya. Ja? Es wird so viele Fitna geben, dass jemand morgens, am frühen Morgen bist du Muslim, abends bist du schon Kafir. Oder abends bist du Kafir, Muslim, morgens früh, am nächsten Morgen schon, innerhalb von ein paar Stunden, hast du deine Religion verkauft. Und das kann sein durch viele Fitnen, die sein können. Ja, sei es Geld, ein Job, ja, du gehst irgendwo arbeiten, sagt dir, du kannst nicht beten. Ja, okay, dann bete ich nicht. Ja. Manche Leute, jemand, der stark in der Religion ist, der sagt, nein, mach ich nicht. Jemand, der schwach ist, der keine Ahnung hat, der unwissend ist, ja, der sagt, ja, Arbeiten ist auch Dschihad. Ja, der hat das so gehört in seiner Kultur, Arbeiten ist Dschihad, Khalas, für ihn, ja, okay, ich darf nicht beten, aber ich arbeite, ich mache ja Dschihad. Ja, vielleicht denkt er, der ist auch noch besser dran, als der betet. Allahu a'lam, was er denkt. Ja, aber das ist die Sache, die wir sehen. Und wenn wir zu dem Thema zurückkommen, schlechte Charaktereigenschaften, so hat jeder von uns schlechte Charaktereigenschaften. Illa man rahima rabbi wa qalilum mahum. Aber jeder hat irgendwo seine Schwächen, seine Fehler. Und viele von uns sind aber gar nicht bereit, diese an den schlechten Charaktereigenschaften zu arbeiten. Der eine ist geizig, der andere ist gierig, der andere lügt, der andere ist schlecht zu seinen Eltern, der andere zu seiner Ehefrau. Jeder hat andere Schwächen. Ja? Jeder hat andere Schwächen. Der eine lästert viel, der eine raucht, der eine trinkt, der eine kifft. Ja, jeder hat seine Probleme oder Problemzonen, einer hat mehr, einer hat weniger. Es gab einen Sahabi, der ist zum Islam konvertiert, er und seine ganze Tribe, wie sagt man nochmal, Tribe? Sein Stamm, ja. Die sind alle nach Medina gekommen, um den Islam anzunehmen. Und dann sind sie alle angekommen in Medina, ja, haben ihre Reise hinter sich und ihr wisst damals, wie es war mit der Reise, Wüste, Schwitzen etc. Alle ihre Sachen abgelegt, Kamele, vom Kamel runter oder was sie hatten. Und dann sind sie schnell geeilt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben Shahada gesagt und ja, ihren Islam quasi bekundet und sind Muslime geworden. Alle haben das gemacht, außer einer unter ihnen. Dieser eine, der Hadith ist überliefert bei Sahih Muslim. Und dieser eine Mann, sein Name ist Al-Ashaj Ibn Abi Qais, ja, oder Ibn Qais, radiallahu anhu. Was hat er gemacht? Er ist angekommen, er hat dann sein Kamel festgebunden, hat die Kamele von den anderen festgebunden, weil die es gar nicht gemacht haben, die sind abgestiegen, direkt zum Prophet Muhammad ist gelaufen. Er hat die Kamele angebunden, hat seine Tasche rausgeholt, hat seine Kleidung neue oder frische Kleidung rausgenommen, hat sich kurz geduscht, hat sich umgezogen und ist dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: "Fika oder inna fika la khaslataini yuhibbahum wallahu wa rasuluhu." Du hast zwei Charaktereigenschaften. Allah liebt diese Charaktereigenschaften und sein Prophet liebt sie auch. Du hast zwei Eigenschaften. Er ist gerade erst Muslim geworden, ja? Zwei Eigenschaften hast du, besitzt du. Allah liebt sie und dein Prophet liebt sie auch. Welche sind das, ja Rasulullah? Er sagte zu ihm, Al-Hilm wal-Anat. Ja, Al-Hilm wal-Anat. Al-Hilm kommt von dem Wort, der Name Allahs, also Al-Halim. Ja, kennt ihr ja, Al-Halim, Abdul-Halim. Al-Hilm ist eigentlich so das Gegenteil von Ghadab, zornig sein. Al-Hilm ist eigentlich so soft, ja, mild zu sein. Nett, leicht, ja, weich, jemand, der einfach weich ist, lieb, der ist einfach lieb. Ja? Und Al-Anaz ist jemand, der die Ruhe bewahrt. Ja? Al-Anaz, das kommt oft vor im Koran, in den Hadithen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja? kommen diese Eigenschaft, auch wird das oft als
oft erwähnt. Und in diesem Hadith sagte er zu ihm, das sind zwei, du hast zwei Eigenschaften. Dann hat er gesagt, sind es zwei Eigenschaften, die ich mir antrainiert habe, quasi, oder hat sie mir einfach Allah gegeben? Der hat ihm gesagt, nein, Allah hat sie dir gegeben. Ja, Allah hat sie dir gegeben. Und die Menschen sind ja so. Manche Menschen sind so, manche sind so. Ja, du hast zwei Kinder, die sind im gleichen Haushalt geboren, die sind manchmal nur ein Jahr oder zwei Jahre Unterschied. Der eine ist, der ist einfach ein Gangster und der andere ist einfach so ein lieber, ja, so nett, lieb, dies, das. Und der andere ist einfach, der macht einfach alles, der zerfetzt alles. Ja, ist einfach so. Der hat die gleichen Eltern, fast mehr oder weniger die gleichen Umstände, aber ist so. Manchmal, Allah Azza wa Jalla kann Eigenschaften jemandem geben und einem anderen nicht geben. Ja, Allah ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. Das ist die Gunst Allahs, Allah gibt sie, wem er will. Ja? Und, aber wenn man das hört, dann könnte man sagen, okay, die Eigenschaften, du bist so angeboren und man kann daran nicht arbeiten. Stimmt aber nicht. Ja. Warum? Der Prophet Muhammad sagt im Hadith Sahih, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, محاسن الأخلاق. Viele verschiedene Versionen von diesem Hadith. Ich bin entsandt worden, um die schönen Charaktereigenschaften zu etablieren. Ja? Vollkommen, die vollkommenen Charaktereigenschaften unter der Menschheit zu implementieren. Ja? Das ist eine seiner Aufgaben, warum er überhaupt entsandt wurde, wegen Akhlaq. Die Akhlaq zwischen den Menschen zu regeln und zu etablieren. Das ist eine Eigenschaft, warum der Prophet überhaupt, oder ein Grund, warum er entsandt wurde. Und der Prophet Muhammad sallam hat uns ja gerufen, dass wir versuchen sollen, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lästern und uns nicht einzumischen in Sachen und tausend Sachen. Ja? Und Allah sagt es im Koran auch. So, Allah will, dass wir gute Charaktereigenschaften haben und nicht die schlechten. Aber die Frage ist, wo ist der Beweis, dass ich das überhaupt machen kann? Dass meine Charaktereigenschaften, weil viele Leute sind ja gar nicht bereit, sich zu ändern. Der ist so, der macht das, halas, er ist so. Sein Vater war geizig, der ist geizig oder gierig und er ist ja, fertig, ist einfach so. Und der ist nicht bereit. Oder der raucht, oder der macht dieses oder jenes, ja, und der ist einfach so. Der hat immer diese Eigenschaften und der ist nicht bereit, diese zu ändern. Erstmal musst du bereit sein, deine Eigenschaften zu verändern überhaupt. Ja, deine schlechten Charaktereigenschaften, jeder hat welche. Daran überhaupt zu arbeiten. Ja, diese Einsicht zu haben, dass du die hast und dass du an dir arbeiten musst. Weil jeder hat irgendwas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte was? Ja, kullu bani Adam khatta. Jeder Sohn Adams macht Fehler. Und diese Eigenschaften, die dieser Sahabi, Al-Ashaj ibn Qais, radiallahu anhu, die Eigenschaften, die er hatte, haben viele, ja, Al-Hilm, seine Sache, die viele Propheten hatten, die Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte, in seiner Da'wa, ja, in Surat Al-Imran, walau kunta faddan ghalidan qalb, ja, dann faddu min hawlik, wenn du hart gewesen wärst, o Muhammad, die wären von dir abgehauen, keiner hätte was von dir genommen. فبما رحمة من الله لنت لهم اللين اللين ist auch dieses Weiche. Ja? Mit was für eine Barmherzigkeit, mit der Barmherzigkeit Allahs warst du, O Muhammad, weich zu ihnen, mild zu ihnen. Und wenn du grob und hart gewesen wärst, sie wären weggerannt von dir. Keiner hätte Lust von dir, diesen Da'wah anzunehmen. Ja? Aber was war er? Seine Eigenschaft, Muhammad sallam? Er hatte Lean, er hatte diese, ja? Diese Geduld mit ihnen. Ja? Du rufst die Leute zu La ilaha, die schlagen dich. Du rufst sie, ja, subhanallah. Und trotzdem bist du geduldig. Du machst Da'wah, was kriegst du zu hören? Der eine beleidigt dich, der andere macht auf dich Takfir, der andere sagt, du bist Khawarij, der andere sagt, dies, du musst Sabr haben. Ja? Das waren die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallam. Ja? Dass er diese Eigenschaft hatte und so waren auch die meisten Propheten natürlich. Und diese andere Eigenschaft, Al-Anaz, ja, ist auch Ruhe zu bewahren und nicht voreilig und schnell zu handeln. Das ist eine Eigenschaft der Propheten. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala mehrmals im Koran sagt, dass Propheten Fehler gemacht haben, genau bei dieser Sache. In der Regel hatten die diese Eigenschaft, ja, dass man Ruhe bewahrt. Warum? Weil diese andere, das Gegenteil davon, ist das, was die Leute machen, wenn die jung sind. Wenn du 15, 20 bist, du machst eine Sache einfach so schnell, bam, ohne zu überlegen. Ja, unüberlegt, auf einmal bist du im Knast 10 Jahre, auf einmal hast du, ja, du machst große Fehler. Hast du Sinn gemacht, hast du auf einmal ein Kind, unehelich, dieses, jenes, tausend Sachen. Aber auch wir Erwachsene, viele von uns, gibt zum Beispiel diese Leute, die, immer wenn er sauer ist, dann sagt er seiner Frau, du bist geschieden. Und ich habe schon mit so vielen Kontakt gehabt, Familien, wo der Mann sagt,
Ich habe meine Frau schon 30, 40, 50 Mal scheiden lassen. Und die leben zusammen. Ja? Und er sagt, keine Ahnung, ist einfach Krankheit oder ich bin immer in Radab, ich bin immer in Zorn, das heißt, es zählt nicht. Allahu a'lam. Weißt du? Aber es ist diese Sache. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, was sagte er? Er sagte, zu mir kommt ein Mann, وهو يطلق زوجته في حماقته ثلاث مرات ثم يأتي إليه ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس. Der sagt, der Typ, wenn er gerade في حماقته, يعني wenn er gerade bekloppt ist, wenn er gerade durchdreht, sagt er zu seiner Frau, du bist dreimal geschieden, und danach kommt er zu mir und sagt, oh ibn Abbas, oh ibn Abbas, hilf mir, meine Situation, was soll ich machen? Ja, dann denk mal darüber nach, wenn du gerade durchdrehst. Ja? Warum? In dem Augenblick machst du schnell. Du handelst schnell, ohne zu überlegen. Und das ist nicht eine Eigenschaft von jemandem, der weise ist. Jemand, der erwachsen ist. Ja? Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte übrigens über Musa a.s. Yarhamu Allahu Musa, achi Musa. Möge Allah Barmherzigkeit geben. Meinem Bruder Musa a.s. Wenn er geduldig wäre mit Al-Khidr, dann hätten wir wunderschöne Geschichten noch weiter gehört. Weil der hat dreimal etwas gemacht, dreimal hat er keine Geduld gehabt. Ja, die dreimal. Einmal hat er in diesem Boot oder Schiff hat er das Loch eingebohrt und dann diesen Jungen hat er getötet. Hey, warum, wie kannst du einen Jungen töten? Und das andere hat er diese Mauer wieder von diesem Volk, die nicht aufgenommen haben oder nicht gastfreundlich zu denen waren. Dreimal, drei Sachen passiert, dreimal keine Geduld gehabt. Hätte er Geduld gehabt, der Anni, ja, oder der Anatz, dann hätten wir Ajaib gesehen, hätten wir sehr, also eine lange Story gesehen, was Al-Khidr alles gemacht hätte. Mit dem Wissen, was Allah ihm gegeben hat. Ja? Und genauso auch, als Musa a.s. gegangen ist. Ja? Und dann hat sein Volk was gemacht? Dann haben die diese Kuh gebaut und angebetet. Ja? Und genauso bei Yunus a.s. Als er Da'wah gemacht hat mit seinem Volk, die haben die Da'wah nicht angenommen, der ist weggegangen. Ja? Der ist weggegangen. Aber der hätte nicht weggehen dürfen. Ja? Er war zu voreilig. Er war sauer für Allah, nicht für sich selber, privat, wegen Geld oder sonst was. Nein, der war sauer wegen der Sache. Kein einziger, nicht mal ein einziger hat an ihn geglaubt, an Allah geglaubt. Ja? Und dann hat er natürlich, ist ihm passiert, was er passiert ist, auf dem Schiff, dann im Wal und dann wieder runtergekommen, etc. Und danach, als er zu seinem Volk gegangen ist, ja, dann haben wir ihn geschickt zu Mi'atu Elfin au Yazidun, zu 100.000 oder noch mehr. فَآمَنُوا جَمِيعًا. Die haben alle komplett Islam angenommen. Sie gehen eine ganze Stadt. Ja? Aber, und deswegen sagt ja der Prophet Muhammad s.a.w. im Allgemeinen, الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْءٍ التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ oder الْأَنَاتُ مِنَ اللَّهِ oder التَّأَنِّي, ich glaube, es gibt beide Versionen im Hadith. التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Ja? العجلة, voreilig zu handeln und schnell zu handeln, unüberlegt zu handeln, das kommt von Shaitan. وَالْتَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ, Ruhe zu bewahren, nachzudenken, ja, vielleicht zu beraten, Shura zu machen, Salat al-Istikhara zu beten, Ruhe mit Bedacht Sachen zu machen, das kommt von Allah. Ja, und das Gegenteil ist von Shaitan. Und deswegen sagt Allah auch in einigen Versen, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Ja, der Mensch wurde so erschaffen, der ist immer voreilig, immer schnell. Ja. Und gibt es auch eine Geschichte von Ali radiallahu anhu, dass er in die Moschee kam und da hat er sein Reittier, hat er dann einem Mann, der stand vor der Moschee, wahrscheinlich so ein armer Mensch, hat er ihm einfach die, wie nennt man das nochmal, zum Reiten? Zügel. Die Zügel, genau. Die Zügel in die Hand gedrückt, dass er es festhält. Er geht kurz beten. Er war kurz beten, er kommt raus, ja, und bevor der rausgeht, hat er schon 2 Dinar rausgeholt, oder Dirham rausgeholt, ja, nochmal 2 Euro rausgeholt, damit er ihm diese 2 Euro gibt. Und dann, als er rauskommt, was sieht er? Der sieht, der Typ, der hat diese Zügel abgemacht, hat die geklaut und ist weggelaufen. Und sein Kamel ist quasi war auf dem Boden und der hat einfach die Zügel geklaut. Dann hat er einen Jungen gerufen, hat er ihm die 2 Euro gegeben, dann geh mal bitte für mich Zügel kaufen. Dann hat er was gesagt, hat er gesagt, hätte er kurz gewartet, hätte er diese 2 Euro halal gewonnen. Halal verdient. Was hat er? Der war zu voreilig. Hätte er kurz gewartet, er hätte diese 2 Euro, die er bekommt, vielleicht sogar noch weniger, hätte er halal bekommen. Aber er war zu voreilig. Ja? Wenn er wüsste, dass sein Rizq, Allah hat ihm geschrieben, sein Rizq, und er wird sein Rizq genauso bekommen, wie Allah es geschrieben hat. Ja? Weil dein Rizq wird zu dir kommen, wie es überliefert wurde, genauso wie dein Ajal, dein Todestag, zu dir kommen wird. Es kann es nicht überholen. Ja?
Ala kulli hal. Aber man ist, wir Menschen sind einfach so. Wir wollen schnell. Ja, du willst schnell Geld verdienen. Du willst schnell Sachen machen. Und im Allgemeinen, was die schlechten Charaktereigenschaften angehen, so Allah Azza wa sagt im Koran zu uns Nummer 1, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah verlangt von einer Seele nicht mehr, als sie vermag. Ja? Deswegen, wenn Allah also von dir verlangt, dass du nicht geizig bist, nicht gierig bist, nicht lügst, etc., ja, das heißt, du kannst das. Ja, du kannst dir Sachen angewöhnen. Du kannst aufhören zu rauchen, du kannst aufhören zu trinken. Nummer 1, erstens, Allah verlangt es von dir, Allah würde es auch gar nicht von dir verlangen, wenn du es nicht könntest. Ja? Allah verlangt von dir einem Menschen niemals das, was er nicht leisten kann. Ja? Das ist ein Beweis dafür. Anderer Beweis, du siehst doch heute manchmal hier und da einen Zirkus, ach, da sind Tiger oder Löwen oder so und der spielt mit denen. Ja? Ein Mann spielt mit denen. Normalerweise, der zerfetzt sich, dieser Löwe. Aber der wurde dressiert, ihm wurde das beigebracht. Ja? Manchmal siehst du sogar vielleicht, keine Ahnung, ein Affe fährt Fahrrad oder ein Affe fährt ein Dreirad. Ja, oder? Ist doch nicht normal. Gehirnlos, ja, also was ist gehirnlos, ja, ohne Verstand. Aber dem kannst du sowas beibringen, ja. Das heißt, warum du hast einen Verstand und warum kannst du nicht irgendwas lernen oder dich ändern? Ja, wenn ein Löwe, manche Leute, die haben schon in diesen Zirkus oder in diesen Shows, die machen, der macht den... Der Löwe macht seinen Mund auf oder sein Maul auf, kann man wie das heißt, der macht aber seinen Kopf rein. Normalerweise brauchst du nicht deinen Kopf da reinmachen. Der nimmt deinen Kopf sowieso. Ja? Aber der wurde dressiert, dass er auf einmal mit dir spielt, dass du deinen Kopf, das heißt, wie einer macht dir einen Burger rein und du beißt dich rein, wenn du richtig hungrig bist. Aber ein Löwe ist ja noch schlimmer, ja? Nicht zu vergleichen eigentlich. Aber, ja, das heißt, ein Tier, das kann sich ändern, nur weil man es etwas beibringt, geschweige denn, dass du ein Mensch bist. Wallaqad karramna bani Adam, Allah hat dir einen Verstand gegeben. Ja? Und deswegen kann man daran arbeiten. Jeder kann an seinen Fehlern arbeiten. Ja? Zu lästern, neidisch zu sein, Missgunst zu haben, etc. Jeder hat schlechte Charaktereigenschaften und jeder kann daran arbeiten. Ja? Und das haben wir. Wir sehen das ja an Menschen. Muslime, sogar nicht Muslime. Auch Leute, die essen zum Beispiel zu viel und sind richtig dick und sind nicht sportlich und so weiter und so fort. Ist nicht islamisch, ja, sich voll zu fressen und dann müde zu sein und faul zu sein, etc. Ist nicht vom Islam. Lange wach zu bleiben und dann nicht Fajr aufzustehen, ist nicht vom Islam. Nicht sportlich zu sein, nicht stark zu sein, ist nicht vom Islam. Aber das sind alle Sachen, wir leben ja einfach in der Zeit. Einfach, ja, schmeckt, alles schmeckt. Diese Soßen, Zucker, alles schmeckt gut. Einfach reinhauen. Donuts, Cronuts, ja, und ist einfach so, die Zeit, in der wir leben, es schmeckt einfach alles sehr, sehr gut, ja, und wir essen einfach, ja, und man überfrisst sich und dann ist man einfach träge, man hat keinen Bock zu arbeiten, man hat keinen Bock zu beten, man hat keinen Bock, ja, man ist zu faul dann, einfach zu träge. Deswegen die Scharia ist ja gekommen, ja, um uns beizubringen, al-makarim al-akhlaq. Und wenn wir das nicht machen, ja, dann kommen wir, der Hadith, den ich vorhin verloren habe, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, la ya'ti 'ala an-nasi zaman, la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Auch kama qala sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keine Periode oder keine Zeit, außer dass die danach kommt, noch schlimmer ist. Von jetzt bis Yawm al-Qiyamah. Es wird immer schlimmer. Ja, möge Allah bewahren, was in 20, 30 Jahren sein wird oder unsere Kinder oder unsere Enkelkinder erleben werden auf dieser Erde. Allahu a'lam. Ja? Aber es wird sehr, sehr viel schlimmer als jetzt sogar. Und es ist jetzt schon schlimmer als früher. Wie viele Leute haben wir jetzt? Es gibt jetzt Moscheen von Schwule, Moscheen von Transvestiten, es gibt von dies, von das, alles gibt es schon. Ja? Und selbst bei uns im Islam, jeder macht seine Bid'a rein, jeder macht seine Sachen rein, das nichts mit der Religion zu tun hat. Ja? Khurafat, mein Scheich kann fliegen, mein Scheich macht dies, mein Scheich kann durch die Wände fliegen und ist, was weiß ich. Ist einfach so, wir leben in dieser Zeit. Und die Leute glauben so viel Zeug. Ja? Viele Menschen, viele Muslime, wir lügen einfach. Eine der schlimmsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, dass er lügt. Ja? Und das ist eine Eigenschaft der Heuchler. Das ist eine Eigenschaft der Heuchler. Der Prophet Muhammad sagt im Hadith bei Bukhari und Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu, Ayat al-Munafiqi thalath. Ja? Die Eigenschaften des Heuchlers sind drei. Nummer eins, wenn er spricht, er lügt. Der lügt immer. Und wir leben in einer Welt, wo dir alles verkauft wird, die heißt eine Notlüge. Ja?
Es ist entweder man sagt, es ist eine Notlüge oder Spaßlüge. Ja? Der eine macht Spaß aus Spaßlügen. Der Prophet Sassim sagte, hat niemals gelogen aus Spaß. Der Prophet Sassim hat auch Witze gemacht, hat auch Spaß gemacht, hat niemals, ja, nichts außer die Wahrheit gesprochen, auch wenn er Spaß gemacht hat. Und es ist eine große Sünde im Islam. Aber heutzutage ist es einfach so. Du schreibst auch dir eine Bewerbungsschreiben oder so und dann wird dir so beigebracht. Ja. Schreib noch das rein, du kannst dies, du kannst das oder du hast das und dies. Ja, Sachen, die du vielleicht gar nicht kannst. Aber du willst einfach diesen Job haben, du willst einfach dieses Haus haben, du willst dieses Auto haben, du willst keine Ahnung was haben, du lügst einfach. Ja, und in der Gesellschaft ist das normal geworden. Und was lehrt uns aber der Islam? Der Mensch lügt so lange und immer wieder, hatta yuktaba 'inda Allah kadhab. Bis er bei Allah aufgeschrieben wird, er ist ein Lügner. Du kriegst einen Stempel von Allah, dass du ein Lügner bist. Du zählst bei deinem Schöpfer als Lügner. Allah liebt nicht die Lügner. Eine Eigenschaft der Heuchler, eine Eigenschaft der Mushrikin ist das. Ja, und ist normal geworden. Ich hörte von einem Prediger, hier aus England, und der kannte einen, mit dem die aufgewachsen sind, und der Prediger auf Englisch, und der sagte, der hat so viel gelogen, jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, der lügt. Die ganze Zeit ist er ein Lügner, der ist bekannt als Lügner. Die haben den dann Bruce Lee genannt. Ja, nicht Bruce Lee, sondern Bruce Lee. Weil er lügt einfach, den ganzen Tag am Lügen. Das war sein Spitzname, ist Bruce Lee geworden. So wie Musaylim al-Kadhab. Ja, Musaylim damals, Zeit des Propheten Muhammad sallam. Dieser Mann ist einfach, sein Spitzname ist Musaylim al-Kadhab. Von seit 1400 Jahren bis jetzt wird er genannt, bei allen Gelehrten, in allen Büchern steht Musaylim al-Kadhab. Der wird so genannt, das ist sein Name geworden. Ja, der ist bekannt, Musaylim al-Kadhab. Der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn die Seele hochgeht in den Himmel, alle Engel, die diese Seele quasi sehen, die sagen, wer ist dieser Mann? Dann wirst du gerufen, als Gläubiger wirst du gerufen mit den schönsten Namen, die du hattest in der Dunya. Ja? Das ist der Abdullah, das ist der Mohammed, das ist Bilal, so und so. Ja? Seine Kunya, die schönsten Namen, die er bekommen hat oder hatte in der Dunya. Und der andere das Gegenteil. Der ist bekannt als des Kadhab. Ja, subhanallah. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir alle versuchen, an unseren Charaktereigenschaften zu arbeiten. Dass wir versuchen, auch für den Islam etwas zu machen. Dass wir versuchen, an uns zu arbeiten und einfach wenigstens als Absicht haben, ein besserer Mensch zu werden. Ja. Einfach die Absicht wenigstens haben, weil es fängt ja erstmal mit der, ja, wenn du erstmal das überhaupt akzeptierst, ja, dass du weißt, ich habe Schwächen, das ist meine Schwäche. Und ich muss daran einfach arbeiten, ich muss mich da bessern, ja, ich muss ein besserer Muslim werden. Ich muss einfach versuchen, mehr gute Taten zu machen, weniger schlechte Taten zu machen, weil im Endeffekt wissen wir, jede gute Tat bringt dich im Paradies näher, jede schlechte Tat bringt dich dem Paradies ferner oder der Hölle näher. Und deswegen müssen wir einfach versuchen, muss jeder Gläubige einfach versuchen, an sich und seinen Akhlaq zu arbeiten. Warum? Weil das ist eine Sache, die sehr, sehr schwer auf der Waagschale sein wird. Und dann noch dazu, wenn du es nicht machst, ich es nicht mache, dann ist es ja auch kein Wunder, dass die nächste Generation dem Bachisch runtergeht. Weil was soll ich? Im Arabischen gibt es so ein Sprichwort, faqidu shay la yu'ti. Derjenige, der nichts hat, der kann ja auch nichts weitergeben. Du besitzt kein Geld. Du kannst auch kein Geld weitergeben. Du besitzt keine schönen Akhlaq. Was willst du denn für Akhlaq weitergeben? Du hast das, du besitzt das gar nicht. Und deswegen, wenn wir selber schon schwach sind, schlecht sind und uns nicht bessern, was sollen wir denn unseren Kindern weitergeben? Und was sollen, in welcher Situation, in welcher Umgebung und in welcher Gesellschaft müssen die denn leben und was sollen die ihren Kindern weitergeben? Was wird mit der Umma von Muhammad sallam sein in 50 Jahren oder 100 Jahren? Kein Wissen mehr von Islam, ja? Kein Islam mehr studieren, keine Aktivitäten für den Islam, sich nicht fühlen, dass man, ja nee, wie immer, responsible? Verantwortlich. Dass man verantwortlich ist. Sahaba radiallahu anhu haben das nicht so gehabt. Die Sahaba haben sich verantwortlich gefühlt. Deswegen haben wir auch diese ganzen Hadithe von verschiedenen Sahaba radiallahu anhu, die haben Islam angenommen, der geht direkt sein Dorf Da'wah machen. Seinen Stamm Da'wah machen, ruft die zum Islam. Ja?
Haben wir viele Hadithe von den Sahaba radiallahu anhu. Medina, wie ist der Islam nach Medina gekommen? Wie hat sich dort der Islam verbreitet? Wie ist der Islam nach Jemen gekommen? Ist gekommen mit diesem Gefühl der Verantwortung. Ich bin Muslim. Wo ist mein Beitrag zum Islam? Wo ist mein Beitrag für die Umma von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Was gebe ich für La ilaha? Bin ich einfach nur eine Zahl von diesen 1,5 Milliarden? Du bist einfach eine Eins. Nicht mehr, nicht weniger. Einer, der isst und trinkt und schläft und tot. Wo ist der Unterschied? Okay, du bist ein Muslim, du dienst Allah, du hast deine Pflicht erfüllt, aber ist das alles? Der Prophet Muhammad hat uns wie genannt? Beziehungsweise Allah Azza wa Jalla nennt uns im Koran, Surat Al-Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Umma, die zu den Menschen rausgekommen sind. Die beste Umma. Aber was sind ihre Kriterien, diese beste Umma? Damit ihr die beste Umma seid, welche Kriterien müsst ihr überhaupt haben? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ihr müsst Da'wah machen. Wer macht heute Da'wah? Wer macht überhaupt heute Al-Inkar? Ja? Wenn er Schlechtes sieht, dass er sagt, Bruder, barakallahu fik, auf eine gute Art und Weise, Nasiha zu geben, ja, das Gute zu gebieten, Schlechtes zu verbieten, was ja auch Da'wah ist. Wer macht das heute schon? Ich will mich nicht einmischen, nachher gibt es Stress. Hört man sehr oft, viele sind so. Ja, wenn ich ihm was sage, der wird sauer. Oder der akzeptiert das nicht. Oder dies oder das. Man hat immer irgendwelche Entschuldigungen. Und dann machst du nichts. Du machst nichts, ich mach nichts und er macht nichts. Ja, und dann? Wie sollen die Leute, wie ist der Islam zu uns gekommen? Wenn die damals so gedacht hätten, wie wir denken, dann wären wir heute auch keine Muslime. Dann wäre der Islam auch vielleicht in Mekka geblieben oder wäre schon ausgerottet. Und deswegen ist es wichtig für uns als Muslime, daran zu arbeiten, dass wir uns, egal, weil jeder hat immer eine Entschuldigung. Ich bin busy. Ich kann nicht. Ich hab Kinder. Ich hab dies. Ja, jeder hat Kinder. Jeder hat irgendwas. Ich habe ein Business. Ich muss meine Familie unterstützen in meiner Heimat und dies. Jeder hat irgendeine Story. Jeder Mensch auf dieser Erde hat irgendwas. Familie, Kinder, Verwandte, die er helfen muss, kranke Eltern. Jeder hat irgendwas. Der Prophet Muhammad, was hatte er? Hatte er nicht Frauen gehabt und Kinder gehabt und Leute, die Hilfe brauchen und dies und jenes? Sahaba, die haben das nicht gehabt. Die haben alle Frauen und Kinder gehabt. Und deswegen ist es wichtig für uns, barakallahu fikum, dass wir, egal in welcher Situation wir sind, dass wir versuchen trotzdem, uns Wissen anzueignen. Ja? Auch wenn es wenig ist. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nach Wissen zu streben ist Pflicht für jeden Muslim. Musst du ein Mufassir werden? Nein, musst du nicht. Musst du ein Muhaddis werden? Musst du nicht. Aber du musst doch mindestens wissen, wie man betet, wie man fastet. Das, was du machen musst, das musst du auch gelernt haben. Aber ich bekomme jeden Tag irgendwelche komischen Fragen über Gebet. Ganz simple Kinderzeug. Ja? Und nicht jetzt von einem Konvertierten, der vor einem Monat Islam angenommen hat. Nein, von jemandem, der seit 20 Jahren Muslim ist. Jemand, der 10 Jahre praktizierend ist oder sich praktizieren nennt. Dann weiß ich immer, wenn man betet. Ja? Die leichtesten Sachen weiß man nicht. Über Faraid und Islam, über Zakat zum Beispiel. Viele haben gar keine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen Sadaqa und Zakat. Und wann gibt man Zakat? Und wem gibt man Zakat? Keine Ahnung. Manche machen einfach so. Die geben einfach immer so. Irgendeine Summe X. Der weiß gar nicht, wie man das zählt. Ob er überhaupt geben muss, ob der nicht geben muss. Der gibt einfach irgendwelche Sadaqa raus. Der weiß gar nicht, ob das Zakat ist oder nicht Zakat ist. Oder ob da, ja. Aber das ist einfach der Zustand, in dem wir leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns das Verständnis geben, was die Sahaba radiallahu anhum hatten im Islam und das Gefühl der Verantwortung gegenüber der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und uns alle recht leiten zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällt, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben und unsere Akhlaq verbessern. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zwei wunderschöne Hadithe, mit denen ich inshallah meinen Vortrag beende. Der erste Hadith, er sagte, dass das, was am schwersten sein wird auf der Waagschale, und diese Waage, die gebracht wird am Tag der Auferstehung, das ist eine echte Waage. Das ist nicht so metaphorisch gemeint oder so. Eine echte Waage, ja, die aufgestellt wird, und die Menschen werden gewogen und ihre Taten werden gewogen. Ja. Die Menschen werden gewogen auch, du wirst auch selber gewogen. Deswegen gibt es auch den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise die zwei, einmal von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, als er auf dem Baum war. Da haben manche gelacht, weil seine Füße, seine Beine, hier seine Oberschenkel oder seine Waden oder Oberschenkel, die waren so dünn. Da haben die gelacht, weil die so dünn waren. Wer? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, einer der allergrößten Gelehrten unter den Sahaba, radiallahu anhum. Die haben gelacht,
Da hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, lacht ihr, weil seine Waden so dünn sind oder seine Beine so dünn sind. Wallahi, die sind auf der Waagschale am Tage der Auferstehung schwerer als der ganze Berg von Uhud. Weil der Abdullah ibn Mas'ud einfach ist. Ja? Mit seiner Taqwa, mit seinen Akhlaq, weil er ein Sahabi ist, radiallahu anhu. Und dann sagte der Prophet s.a.w. anders, auf der anderen Seite, am Tage der Auferstehung kommt jemand, der ist richtig fett, richtig, ja, Allah, vielleicht 300 Kilo auf der Waage, der wiegt bei Allah subhanahu wa ta'ala auf der Waage nicht mal den Flügel einer Fliege. Nicht mal ein Gramm wiegt er. Ja, warum? Weil seine Taten sind so, seine Akhlaq sind so Schrott. Deswegen, es wird eine richtige Waage aufgestellt. Was wird am, ja, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, derjenige, dessen Waage schwer sein wird, mit den guten Taten, خلاص, der ist erfolgreich, der ist im Paradies. Ja? Und was macht die am meisten runter, diese Waagschale von den guten Taten? Was macht das schwer? Der Prophet Muhammad sagte, Taqwallah wa husnul khuluq. Nichts anderes macht das schwerer als diese zwei Sachen. Gottesfurcht und gute Charaktereigenschaften zu haben. Ja, wie dieser eine Sahabi, Al-Ashaj ibn Qais radiallahu anhu, Al-Hilm wal-Anaz, Ruhe zu bewahren, langsam, nett, lieb, mild zu sein, nicht viel streiten, nicht viel schlagen, nicht viel, keine Ahnung was, sondern das Gegenteil einfach. Ja, Ruhe zu bewahren. Zum Beispiel. Das heißt, es ist eine Sache, die wir aus diesem Hadith lernen. Ja? Willst du, dass deine Waagschale schwer wird? Willst du ins Paradies kommen? Dann musst du an deinen Akhlaq arbeiten. Weil das ist einer der größten Gründe, warum du ins Paradies kommen kannst, sind deine Akhlaq. Hadith vom Prophet Muhammad s.a.w. Und der andere Hadith, der Prophet sagte zu uns, zu seiner Umma, derjenige, der am Tage der Auferstehung mit mir sein will und mir am nächsten sein will, das ist der, der die schönsten Charaktereigenschaften hat. Das heißt, wenn du willst, wenn du zusammen sein willst mit dem Prophet Muhammad s.a.w., mach viel Salawat auf ihn und deine Charaktereigenschaften, verbessere sie einfach. Ja. Verbesserst du seine Charaktereigenschaften, bringst du sie vielleicht auf einen hohen Level der Perfektion, großzügig, nett, hilfsbereit, dies, das, so was, was Islam einfach lehrt. Nicht Missgunst haben, nicht schlecht vermuten, nicht immer diese Shaitan-Spiele haben in deinem Kopf, oh, der hat bestimmt das gesagt, der hat mich gemeint und so weiter und so fort. Diese ganzen Krankheiten, die wir haben, in denen wir leben, ja, wenn du einfach versuchst, deinen Charakter auf Vordermann zu bringen und auf perfekt zu bringen, kannst du vielleicht dadurch vielleicht der Nachbar des Propheten Muhammad s.a.w. werden. Möge Allah azza wa jalla uns dazu gewähren, dazu recht leiten, inshallah, dass wir zu denen gehören, die das richtige Wort oder das gute Wort hören und dem dann auch auf beste Art und Weise folgen. Möge Allah uns recht leiten, unsere Akhlaq verbessern und unsere Sünden vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Umma von Muhammad s.a.w. bewahren vor jedem Schaden. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.